Haben Sie einen Kaffee? Nein, ich habe ein Problem. Ja, vor allem ein modisches. Ich bin Starbucks. Was sind Sie? Ich habe 40 Millionen Gewinn gemacht. Vor Steuern. Ich bin am Ende. 40 Millionen? Wie konnte das passieren? Ich weiß nicht. Ich habe getan, was ich konnte. Sie verkaufen überteuerte Plörre in Eimern ohne Service mit Warteschlangen. Ja, und die Leute reißen mir das Zeug trotzdem aus der Hand. Das ist kein Grund, so viel Gewinn zu machen. Das soll auch nicht wieder vorkommen. Ja, das wird's auch nicht. Ich zeige Ihnen mal, wie man als Konzern in Europa legal die Steuer umgeht. Pass auf, wir machen mal aus Ihrem, sagen wir mal, Gewinn von, was haben Sie gesagt, 40 Millionen, einen Verlust von 60 Millionen. 60 Millionen Verlust sind Sie? Wahnsinnig! Nein, das ist doch, das Geld ist ja noch da, ist ja nur verreist. Ach, wohin? Nach Holland zu Ihrer Mutter. Ach, Mama. Ich wusste gar nicht, dass ich so sozial bin. Natürlich sind Sie sozial, Sie sind eine Tochter. Von Ihrem Mutterkonzern. Ach so. Ja, und diese ganzen deutschen Starbucks-Filialen, die gehören zur Mutter. Ja, die klammert aber auch. Ja, deswegen heißt sie auch Holding. Ja, relativ einfach. Ja. So, und der überweisen Sie jetzt Ihren ganzen schönen Gewinn. Ja. Wieso, wofür ist denn das Geld? Ja, damit Sie Ihren Namen nutzen können. Ach, aber Sie, das ist doch völlig unglaubwürdig, ne? Den hat Mama mir doch einfach so gegeben. Und ich meine, Max ist ja auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Okay, jetzt nicht, Namen, muss ich sagen. Nicht Ihren Namen. Ihr Name. So, Sie sind Starbucks. Was glauben Sie, was das gekostet hat? Was hat's denn gekostet? Nix. Das haben die aus Moby Dick geklaut. Ach, wissen Sie, was die Figur Starbuck bei Moby Dick war im Roman? Steuermann. So. Und offiziell, ne, offiziell zahlen Sie jetzt jedes Jahr horrende Lizenzgebühren, nur damit Sie diesen Namen nutzen können, an Ihre Mama Holding. Und so werden aus meinen vielen, vielen Gewinnen ganz, ganz viele Verluste. Moment, Moment, Moment. Jetzt ist mein Geld ja in Holland. Da kommt doch dann das holländische Finanzamt. Keine Sorge, die robben Sie nicht aus. Nein, die Gewinne aus Lizenzen, die sind da in Holland nahezu steuerfrei. Ach, und deswegen habe ich mit 160 Filialen in Deutschland in den letzten Jahren 0 Cent Unternehmenssteuern bezahlt. Ja! Oh, jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Ja. So. Seit wann ist der Sohn von Wilhelm Tell ein Arschloch? Oh, jetzt hören Sie. Ich bin Apple. So. Wissen Sie, was mein Erfolgsgeheimnis ist? Das weiß doch jeder, Steve Jobs. Das ist falsch. Nein, das ist Katie Kearney. Wer ist das denn? Na ja, sagen wir mal so, das ist eine höhere Buchhalterin, Managerin, die gerne unerkannt bleiben möchte. Ach, und was macht die? Na, sie macht Apple. Also mich zu einem irischen Unternehmen. Jetzt kommen Sie mal, ehrlich, Entwicklung und so, das findet alles in Kalifornien statt. Zusammengeschraubt wird das Zeug in China. Ja, und deswegen bin ich zum Großteil ein irisches Unternehmen. Nein, doch, warum? Ja. Wegen Katie Kearney. Die muss ja Unmenschliches leisten. Na, sie lebt in Irland. Irre. Ja, nein, sie ist Irin und sie sitzt in einer meiner Firmen, der Apple Operations International, als Vorstand. Ach, das ist eine Briefkastenfirma, oder? Nein, die haben noch nicht mal einen Briefkasten. Wir haben nicht viel Platz, weil wir brauchen ein Konto, das groß genug ist, die ganzen Gewinne aus Europa, also fast alle, auf dieses Konto zu leiten. Und von da aus geht's dann in die Steueroasen. Ach, das gibt's doch nicht. Ja, das ist eben der Trick. Mich gibt's gar nicht. Ach so, Moment mal. Ja. Den Amerikanern sagen Sie, Ihr Sitz sei in Irland. Ja. Und deswegen werde ich in Amerika nicht besteuert. Und den Iren sagen Sie, dass Sie von den Offshore-Inseln gemanagt werden. Und deswegen werde ich in Irland nicht besteuert. Das nennt man doppelte Nichtbesteuerung. Sagen Sie mal, Sie wertvollstes Unternehmen der Welt. Ja. Ne? Was ist denn da so in den letzten Jahren in Deutschland an Unternehmenssteuern geflossen? Ah, ich kann nicht genau sagen, 2011 waren es 201.493 €. Immerhin. Naja, es war eine Steuerrückerstattung. Ne, was? Können Sie sich das vorstellen? Ich hab Geld. Jo. Jetzt will ich auch mal das Arschloch sein. Oh, was? Was sind Sie? Amazon. Oh. Moment, Moment mal, was geht's an denen auszusetzen? Ne? Die liefern doch recht pünktlich. Schon mal von Amazon eine Rechnung bekommen? Ja. Und was stand drauf? 50 Shades of Grey. Oh, jetzt. Falsch, du Pinguin. Da stand drauf Amazon EU Saar Rue Plétis Luxemburg. Ist doch logisch. Das Buch wird geschrieben und gebunden in England, gekauft und gelesen in Deutschland. Und deswegen versteuern wir die Einnahmen in der Mitte in Luxemburg. Ja, dann zahlen Sie halt in Luxemburg Steuern, oder? Mach ich auch. Ja. 1%, fast. Super Deal. Kinder, das ist nicht mehr lustig. Weißt du, irgendwelche anonymen Reiche und Konzerne, die klauen in europäischen Staatsfonds jedes Jahr 1 Billion € Steuergelder. Mit einem Bruchteil davon, da könnte man ja tatsächlich schon die Krisen in den Krisenländern, in den südeuropäischen Ländern, da könnte man die Krise beenden. Aber nein, wir sagen ja, das ist Demokratie. Ne? Da
Wir müssen eben Millionen leiden, damit wir ein paar wenige Milliarden machen können. Und der Staat hilft mit, indem er sich mit Steueroasen selbst bescheißt. Deswegen muss man es im Grunde gar nicht mehr Steueroasen nennen. Eigentlich muss man es Steuerkloaken nennen. Das ist gut. Ja. Aber jetzt ist das ja alles vorbei. Denn jetzt wird aufgeräumt. Oh ja. Die EU-Kommission räumt jetzt auf mit Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Sagen Sie mal, Amazon, mit wem haben Sie diesen perversen 1%-Deal eigentlich ausgehandelt damals? Na, mit dem damaligen Regierungschef Jean-Claude Juncker aus Luxemburg. Jetzt erzählen Sie wenigstens keinen Bullshit mehr. Und damit sind Sie wieder mehrwertsteuerbefreit. Ja. Was denn? Die Analyse ist doch da. Was sitzen Sie hier rum? Jetzt müssen Sie aktiv werden. Tja, wie will man denn jetzt Leute für gerechte Konzernbesteuerung mobilisieren? Na, also, ich hatte da zumindest mal ein Transparent gemacht, aber wollen Sie es sehen? Ja, schauen wir es doch mal an. Hier. Gemeinsame, konsolidierte Körperschaftssteuer, Bemessungsgrundlage. Jetzt. Gut, zugegeben, ist ein bisschen sperrig. Ja, ich weiß auch.